Also der Praxistag ist für uns ein wichtiger Punkt, um auf der einen Seite uns mit anderen Anwendern zu treffen. Was ich für sehr wichtig halte, weil man auch mal gucken kann, wie machen andere Leute das. Man sieht auch einfach manchmal, wenn andere Leute Probleme haben, die man selber hat, dass man nicht alleine ist, dass man vielleicht auch mit manchen Sachen leben muss. Und auf der anderen Seite kann man durchaus auch mal diskutieren, was man vielleicht verstärkt beim Anbieter oder Hersteller durchdrückt. Persönlichen Kontakt, dass man die Berater persönlich kennengelernt hat, auch später dann halt noch in dem sogenannten After Sales, im Support-Bereich, dass man da einfach die Berater kennt, die sich sofort darauf einstellen können, vor allen Dingen auch die Berater einen kennen, und das macht das eigentlich wirklich sehr aus, diese Persönlichkeit. Mein Name ist Thomas Röhrig. Ich arbeite bei der Firma Höhner Funken in Mücke, das ist in Mittelhessen. Ich bin da verantwortlich für die IT mit meinem kleinen Team. Und wir sind Hersteller von Kunststoffventilatoren und von lufttechnischen Anlagen aus Kunststoff. Wir hatten vorher Infor im Einsatz und die Software an sich ist moderner. Sie hat Funktionalitäten, die wir in Infor vermisst haben, wie das BI, wie zum Beispiel die Dokumentenmanagement oder aber auch das CRM-System. Das war der Grund, warum wir eigentlich da in diese Richtung gewechselt haben.